Immer geht es so ganz einfach. Also Chinas Wiederaufstieg zur Weltmacht. Ich habe mir vorgenommen, sie ziemlich auf eine lange Reise mitzunehmen, nämlich von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Und ich werde zwischendurch die Vorlesung immer mal wieder etwas unterbrechen und Fragen an Sie stellen, damit Sie selber auch ein bisschen was rausfinden, nachdenken können, mit uns reden können, damit es nicht zu langweilig wird. Ich fange an mit der ganz aktuellen Entwicklung oder der ziemlich aktuellen Entwicklung. Und diese Entwicklung besagt, dass auf dem 19. Parteitag Xi Jinping eigentlich ziemlich selbstbewusst uns verkündet hat, dass also die Ära der Verwirklichung des chinesischen Traums nun begonnen habe. Der 19. Parteitag hat im Jahr 2017 stattgefunden. Der 20. Parteitag, über den wir gleich auch noch kurz sprechen werden, der hat im Jahr 2022 stattgefunden. Und 2017 hat Xi Jinping gesagt, It will be an era for all of us, the sons and daughters of the Chinese nation, to strive with one heart to realize the Chinese dream of national rejuvenation. And it will be an era that sees China moving closer to center stage and making greater contributions to mankind. Diese Aussage im Zentrum, muss man sagen, einer dreistündigen Rede, die Xi Jinping seinerzeit auf diesem Parteitag gehalten hat, ist von vielen interessanterweise überlesen worden. Und nur Menschen wie ich, die sich sehr für internationale Beziehungen interessieren, haben diesen Satz damals schon als ganz zentral erkannt. Und wenn man die weitere Entwicklung seit 2017 schon ein bisschen vor Augen hat, dann weiß man, dass es hier quasi zwei zentrale Begriffe gibt. Es gibt einerseits den chinesischen Traum der nationalen Erneuerung, Rejuvenation. Und zum anderen eben diese Frage, dieses Moving closer to center stage. China möchte wieder ins Zentrum des Weltgeschehens vorrücken. Und was bedeutet das? China möchte daran beteiligt sein, die Regeln, die festgestellt werden, die festgelegt werden, für die Art und Weise, wie Staaten miteinander kooperieren, festzulegen. Wir werden uns also heute in dieser Vorlesung ganz zentral mit diesem Element des chinesischen Traums beschäftigen. Also zum Beispiel mit der Frage, warum ist das Vorrücken in das Zentrum der Welt Teil dieses chinesischen Traums? Wir denken ja meistens darüber nach, also dass Xi Jinping auch angestrebt hat, dass China Taiwan also wieder voll in die eigene Jurisdiktion nimmt. Wir denken auch darüber nach, dass er gesagt hat, dass also innerhalb der Gesellschaft die Unterschiede zwischen Arm und Reich verringert werden müssen, dass alle gleichzeitig reich werden dürfen und so weiter. Aber es gibt eben auch, sagen wir mal, einen weltpolitischen, einen geopolitischen Aspekt dieses chinesischen Traums. Und das ist der Traum vom Vorrücken in das Zentrum der Welt. Woher kommt dieser Traum und wie hat sich die Position Chinas eben seit dem 19. Jahrhundert so geändert, dass man jetzt wieder von der Möglichkeit sprechen kann, diesen Traum zu realisieren. Und zuletzt müssen wir uns auch damit beschäftigen, wie eigentlich die Welt mit dieser Veränderung der Position Chinas umgeht. Wir sprechen oft so etwas verkürzt davon, dass irgendwie die Welt in Ostasien noch einigermaßen im Lot war, bevor der Westen nach Asien gekommen ist. Ich will jetzt nicht darüber sprechen, wie sinnvoll oder nicht sinnvoll dieser Begriff Westen ist, aber es ist so eine Art Schlagwort, auch in unserer China-bezogenen Wissenschaft. Und man sagt deshalb, die Welt war da noch im Lot, weil nämlich in Ostasien China das Zentrum dieser Region für sich beanspruchen konnte und selber auch meinen konnte, dass wenn es Zentrum dieser Region sei, dass es dann auch Zentrum der Welt ist. Und warum hat China so großen Wert darauf gelegt, dass es in Asien einerseits und in der Welt andererseits sich selbst als Zentrum sehen konnte? Weil es davon ausgegangen ist, dass China das einzige Land der Welt ist, in der Menschen politische Macht ausüben, die das deshalb dürfen, weil sie durch eine moralische Schulung gegangen sind, die eben diesem politischen System, die diesem Land, die diesem Reich
insgesamt eine moralische Superiorität, also eine moralische Vollkommenheit im Vergleich zu anderen Ländern der Welt zuspricht. Und dieser Anspruch verbindet sich eben auch damit, nicht nur, dass die Menschen sich auf das Ausüben der Macht derart vorbereiten müssen, sondern auch darauf, dass eben in China die Herrschenden an der Spitze des politischen Systems, so würden wir das heute modern ausdrücken, den Auftrag haben zu herrschen über alles unter dem Himmel. Und dieses alles unter dem Himmel, das habe ich Ihnen hier als chinesische Zeichen hingeschrieben, das heißt Tianxia. Das obere Zeichen Tian heißt der Himmel, Xia heißt unter. Und alles unter diesem Himmel, das ist eben die Bezeichnung für die Welt an sich. Und diese Bezeichnung für die Welt an sich hat an sich gar keinen Realitätsbezug. Man sagt, wir sind per Definitionem das Zentrum der Welt. Und ob das jetzt von allen Menschen in dieser Welt auch so gesehen wird, ja oder nein, das ist von vollkommen sekundärer Bedeutung. Wichtig ist für uns nur, dass dort, wo wir die Realität dieses Anspruches beobachten können, und das ist in der unmittelbaren Nachbarschaft des chinesischen Reiches, dort müssen wir auch real als Zentrum anerkannt werden. Wenn wir dort real den Anspruch, Zentrum zu sein, verlieren, verlieren wir automatisch auch den Anspruch, Zentrum der Welt zu sein. Und das ist etwas, was man also zum Verständnis der heutigen chinesischen Außenpolitik sich unbedingt einprägen muss, dass bis heute die Vorstellung der Herrschenden in China sich so zusammensetzt, dass man zunächst einmal die Dominanz über die Region Ostasien quasi erlangen muss, bevor man in der Lage ist, für sich zu beanspruchen, ins Zentrum der Welt vorgerückt zu sein. Also Zentrum der Welt ist man immer nur, wenn man Zentrum Ostasiens ist. Wenn man nicht Zentrum Ostasiens ist, dann kann man auch nicht Zentrum der Welt sein. Und wie hat nun China überprüft, ob es auch wirklich Zentrum Ostasiens ist? In diesem Zusammenhang ist etwas entstanden, was wir im Westen das Tributsystem nennen. In China wird das gar nicht so genannt, aber es wird in China in der Zeit, bevor der Westen nach China kam, de facto bedient. Und das bedeutet, dass die Länder des Tributsystems dem chinesischen Kaiser gegenüber in regelmäßigen Abständen Tribut leisten mussten. Das bedeutete, dass sie Delegationen an den chinesischen Kaiserhof geschickt haben und dort im Gegenzug für die Tributleistungen Geschenke erhalten haben, deren Wert immer genau nach dem bemessen wurde, was als Tribut übergeben worden war. Also es ist sehr wichtig zu wissen, dass nicht der chinesische Kaiser vorgegeben hat, wie viel Tribut er erhalten muss von einem Tributstaat, sondern dass der Tributstaat selber bestimmt hat, wie wichtig ihm das Verhältnis zu China ist und in diesem Sinne er Tribut geleistet hat an den chinesischen Kaiser. Allerdings muss man sagen, dass dieses System ein System der Ungleichheit, nämlich ein System der Hierarchie von Anfang an war. Warum? Weil ja von vornherein klar war, dass der Kaiser im Zentrum der Welt und im Zentrum Ostasien steht und dass deshalb diese Tributstaaten dem chinesischen Kaiserreich untergeordnet waren. Und nicht nur waren sie dem chinesischen Kaiserreich untergeordnet, sie waren auch in sich hierarchisiert, also zum Beispiel Korea hatte eine wesentlich höhere Stellung im chinesischen Tributsystem als Vietnam und Vietnam wiederum hatte eine wesentlich höhere Stellung als Thailand. Und das kann man daran erkennen, dass in den chinesischen Dynastiegeschichten immer genau aufgeführt wurde, wie oft ein Land eine Delegation zum chinesischen Kaiserhof geschickt hat. Und die Länder, die am häufigsten also eine Tributdelegation zum chinesischen Kaiserhof schicken durften. Das waren genau die Länder, die in der Hierarchie dieses Tributsystems auch am weitesten oben standen.
Und es ist seit also vielen Jahrhunderten immer so gewesen, dass Korea an erster Stelle stand und dementsprechend auch die meisten Delegationen nach China schickte, während Vietnam an zweiter Stelle stand und entsprechend etwas weniger Delegationen nach China schickte. Ein Land, das so wichtig für die Ernährung der chinesischen Bevölkerung wie Thailand war, war aus Thailand sehr viel Reis nach China geliefert wurde. Dieses Thailand hatte in der Tributhierarchie eine vergleichsweise niedrige Stellung, obwohl es eigentlich materiell sehr wichtig war. Und auch daran kann man wieder sehen, dass also der Konfuzianismus als ein Bindeglied in diesem Tributsystem eine ziemlich große Rolle spielte, sowohl in Korea als auch in Vietnam war die herrschende Regierungslehre eben die Lehre des Konfuzianismus. Die Beziehungen zwischen Zentrum und Peripherie sind also durch Ungleichheit geprägt. Der materielle Austausch ist wiederum durch Gleichheit geprägt. Das heißt also, wenn Korea Tribut an den chinesischen Kaiser zollt, dann wird von den Beamten in Peking genau ausgerechnet, wie viel Wert die Menschen aus Korea mitgebracht haben nach China. Und dann werden im Gegenzug Geschenke in genau demselben Wert zurückgegeben. Gleichzeitig werden diese Tributdelegationen meistens mehrere Monate lang in Peking als Gast geführt, damit sie sich von den Strapazen der Reise erholen können, damit sie die chinesische Kultur kennenlernen können, damit sie mit chinesischen Gelehrten und mit chinesischen Beamten den Austausch. Und Sie sehen schon daran, dass also diese Tributdelegationen meistens dann auch einen Dolmetscher oder sogar mehrere Dolmetscher brauchten, damit sie sich überhaupt mit der chinesischen Seite auseinandersetzen können. Diese Ungleichheit ist aber ein System der Suzeränität, das heißt ein System, in dem der stärkere Part gegenüber dem schwächeren Part zwar eine Schutzfunktion hat, der stärkere Part gegenüber dem schwächeren Part zum Beispiel auch die Legitimität des Regierenden in dem schwächeren Land feststellen kann, während die Regierenden in dem schwächeren Land kein Recht haben, die Legitimität des Regierenden im stärkeren Land festzustellen. Aber sehr wichtig ist im Rahmen der Suzeränität auch, dass es keine Einmischung in die inneren Angelegenheiten des schwächeren Staates, also in unserem Falle des Tributstaates, geben durfte. Es sei denn, dass der schwächere Staat den Stärkeren auffordert, zum eigenen Schutz oder auch zum Eingriff in innere Auseinandersetzungen einzugreifen. Ich habe Ihnen hier mal eine chinesische Karte von China, was hier angegeben ist als das Reich der großen Qing und den Staaten des Tributsystems, die hier bunt eingezeichnet sind, angegeben. Nördlich von China liegt ein großes Reich, das ist das Zarenreich. Das ist hier grün eingezeichnet und das Zarenreich gehörte nicht zum Tributsystem. Es sind also die kleineren, nicht in diesem dunkleren Grün gezeichneten Länder, die zum Tributsystem gehören. Und jetzt will ich Ihnen eine ganz kleine Pause zum Nachdenken geben und würde Sie bitten, dass Sie sich diese Karte da, auch wenn sie auf Chinesisch ist, mal ganz genau ansehen und Sie mir dann sagen können, welches Land auf dieser Karte, in Klammern außer dem Russischen Reich, nicht zum Tributsystem gehört, obwohl es in Ostasien liegt. Und vielleicht können Sie auch mal kurz darüber nachdenken, was der Grund dafür sein könnte, dass dieses Land nicht zum Tributsystem gehört. Und wenn Sie eine Antwort gefunden haben, dann schalten Sie bitte die Kamera ein und sprechen Sie über das Mikrofon mit mir und den anderen Teilnehmern eben heute unserer Vorlesung. Also gucken Sie sich noch mal ganz genau die Karte an, überlegen Sie kurz, welches Land könnte eventuell ein Land sein, das nicht zum Tributsystem gehört. Und dann melden Sie sich bitte bei mir, dass Sie hier eine Antwort auf die Frage geben wollen.
bisschen loben von meiner Seite. Ciao, ciao. Ja, und vielleicht, Frau Radchenkova, helfen Sie mir ein bisschen, weil ich habe jetzt gerade die Teilnehmer aus nicht eingeblendet, damit dieses Bild auch wirklich gut sichtbar ist, auch bei allen. Vielleicht sagen Sie mir Bescheid, sobald jemand eine Antwort gefunden hat. Ich sehe, im Chat gibt es etwas. Ich Ja, hätte eine Antwort, sagt Martin Slanitz. Und bitte fangen Sie an, stellen Sie Ihr Mikrofon an Ihre Kamera und antworten Sie bitte. So, grüß Gott. Können Sie Grüß mich Gott. hören? Ja, wir können Sie hören. Wunderbar. Okay. Also nur anhand der Tatsache, wie ich die Karte sehe und nicht in der Lage, leider Chinesisch zu lesen, würde ich sagen, dass Indien nicht zum Tributsystem gehört. Das ist richtig, aber Indien gehört auch nicht zu Ostasien. Also ich Fair hatte enough. die Frage gestellt, welches Land in Ostasien nicht dazu gehört, weil Indien wird ja Südasien zugeschrieben. Dann würde ich Japan sagen. Ja, Japan ist vollkommen richtig. Sie sehen, Japan ist hier oben so etwas anders gelb eingefärbt als China. Das ist auch recht interessant, diese Farbgebung. Vielleicht ist die auch Teil der Antwort, warum ist Japan nicht Teil des Tributsystems? Also auf dem, was ich an der Karte sehe, weil es außerhalb der rot gezeichneten Linien ist. Ja, Und das, diese rot gezeichneten Linien, ob die wirklich so wahnsinnig wichtig sind, weiß ich nicht, aber vielleicht hat der Herr Mayer eine Antwort auf die Frage. Der hat nämlich die Hand gehoben. jawohl, ich würde sagen, ich weiß nicht, wegen dem göttlichen Wind. Also Japan wurde nicht unterworfen von China. Aha, Ja, also so ganz stimmt es noch nicht. Mit dem Göttlichen, da hat es schon was zu tun, aber mit dem Wind vielleicht weniger. Ja, also die Situation ist einfach die, dass Japan sich selber als ein Kaiserreich betrachtet hat und folglich als Kaiserreich sich nicht einem anderen Kaiserreich unterordnen konnte. Und die chinesische Seite hat das auch gewusst, obwohl Japan, sagen wir mal, so auf eine indirekte Art und Weise am Tributsystem teilgenommen haben. Sie sehen hier zwischen Japan und Korea gibt es hier so eine kleine Insel, die heißt Tsushima. Und diese Insel Tsushima, die hatte die Sondererlaubnis, dass sie mit Korea Handel treiben durfte. Und Korea wiederum wusste, dass in Japan es besonders an Seide mangelte, denn Japan hat erst im 19. Jahrhundert erlernt, wie man Seide herstellt. In Japan war aber Seide Zeichen der Zugehörigkeit zur Elite und deshalb brauchte man für die Kimonos auch Seide. Und diese Seide hat man aus China importiert, aber weil man nicht zum Tributsystem gehörte, hatte man keinen direkten Zugang zum chinesischen Markt und brauchte deshalb Korea. Und weil Japan ja damals sehr abgeschlossen von der übrigen Welt lebte, hat dann Japan die Insel Tsushima aufgefordert, diesen Handel mit Korea zu treiben, damit dann die Seide nicht aus Korea direkt nach Japan kommen würde, sondern von der Insel Tsushima. Und da gab es eben eine spezielle Familie, die hatte diesen Auftrag, diesen Handel zu gestalten. Und warum waren die Koreaner daran sehr interessiert? Weil die Japaner sehr viel Silber hatten und mit Silber diese Seide bezahlt haben. Und dann konnten die Koreaner wieder bei ihrer nächsten Tributdelegationsreise, konnten sie Seide in China mit Silber kaufen. Und China wiederum brauchte Silber, weil innerhalb Chinas der gesamte überregionale Handel und das Steuerwesen eben mit Silber abgewickelt wurde. Und da China selber wenig Silber hatte, aber hohen Bedarf an Silber und Japan einen vergleichsweise geringeren Bedarf an Silber, aber viel Silber herkommen, gab es diesen sogenannten Silber-Seiden-Handel, der aber nicht über das Tributsystem, sondern hinter dem Rücken des Tributsystems abgewickelt wurde. So, jetzt hoffe ich, dass ich nicht irgendwas genau, jetzt funktioniert es wieder. Wir kommen noch mal ganz kurz zum Tributsystem zurück und sagen, also das Tributsystem war einerseits ein System, was stark hierarchisiert war, aber andererseits ein System, was auch Gleichheit kannte. Und deshalb stellt sich die Frage, also was ist eigentlich hier der bestimmendere Faktor?
Dieses Wort Reziprozität wird ja in China immer als Win-Win dargestellt. Das heißt also, die heutige Außenpolitik Chinas legt sehr großen Wert auf Reziprozität. Und es gibt auch verschiedene Kollegen im Feld, die sagen, ja, also wenn China eben mit anderen Ländern Handel und Wandel treibt, dann ist das immer eine Win-Win-Situation. Darauf muss man sich einstellen. Und man muss auch als jemand, der mit China kooperiert, immer darüber nachdenken, wo eigentlich der eigene Vorteil liegt. Man sa kann sagen, der Vorteil für China liegt natürlich darin, dass diese Tributländer sich China, ich nenne das aufgrund dieses Ge Begriffes der Souveränität, zuordnen, also die zentrale Funktion Chinas anerkennen und damit sozusagen dem chinesischen Kaiser den realen Beleg dafür geben, dass er das Zentrum der Welt ist. Aber andersherum ist es eben so, dass diese Tributstaaten nicht nur China etwas Gutes tun, sondern auch für sich selbst einen Vorteil darin sehen, dass sie durch den chinesischen Kaiser die Legitimität ihrer jeweils herrschenden Elite bestätigt bekommen. Das ist relativ wichtig, weil in allen Staaten Ostasiens es immer sehr viel Streit um die Nachfolge des jeweils lebenden Herrschenden gab. Und da gab es auch blutige Auseinandersetzungen und Bürgerkriege. Und damit die irgendwann mal beendet werden konnten, war es für diese Länder sehr von Vorteil, dass sie gewisserweise so wie der König des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation zum Papst reiste, um von ihm zum Kaiser gekrönt zu werden, eine zusätzliche Legitimation zu erhalten. So haben eben diese Länder des Tributsystems auch Legitimität erreicht für ihre herrschenden Eliten, indem sie Investitur vom chinesischen Kaiser erhalten haben. Und dann kommt noch hinzu, dass diese Länder des Tributsystems im Grunde genommen so etwas Ähnliches wie ein System der kollektiven Sicherheit geschaffen haben. Das heißt also, dass die Tributländer untereinander und mit China keinen Krieg geführt haben. Das wiederum war für sie sehr wichtig, weil es sehr viel maritime Bedrohung gegeben hat, immer über den Pazifik, wo sehr viele Piraten sehr aktiv waren und um sich gegen die, aber zum Teil eben auch gegen die Nomaden aus dem Norden Ostasiens wehren zu können, war es wichtig, dass sie untereinander sozusagen nicht gegeneinander gekämpft haben. Und so kann man sagen, also der Vorteil dieses Systems bestand darin, dass von 1600 und bis 1800 es 200 Jahre lang, als es in Europa sehr viele Kriege gegeben hat, in dieser Region keinen Krieg zwischen den Staaten des Tributsystems gegeben hat. Und anstelle dessen hat sich der regionale Handel, wie ich das vorhin schon am Beispiel Japans beschrieben habe, in dieser Region ungeheuer entwickelt in dieser Zeit. Und man kann sagen, und ich glaube, die Wirtschaftswissenschaft oder die Wirtschaftsgeschichte würde das heute nicht mehr in Frage stellen, dass also bis ins 19. Jahrhundert hinein die Region Ostasien die reichste Region der Welt gewesen ist. Aber mit der Mitte des 19. Jahrhunderts verliert China seine Zentrumsposition. Das hat damit zu tun, dass in den Opiumkriegen und im Ersten Sino-Japanischen Krieg das Reich der Qing eine Niederlage nach der anderen erlitten hat. Damit wurde den Tributstaaten auch klar, dass China nicht mehr in der Lage sein würde, sie vor eventuellen Angriffen von außen zu schützen. Und damit war eigentlich auch der Grund, warum man die Zentrumsposition Chinas anerkennen wollte, nicht mehr gegeben. Im Zuge dessen meldet sich ein anderer Kandidat, wir hatten schon kurz darüber gesprochen, nämlich Japan, mit einer Erzählung, die besagt, da China so schwach ist, dass es eine Niederlage nach der anderen erleidet, sind wir Japan aufgerufen, nun die Region vor einem Eindringen der europäischen Kolonialmächte oder vor einem weiteren Eindringen der europäischen Kolonialmächte zu schützen
Und wie Sie wissen, schließt sich dann letztendlich Japan mit Deutschland zusammen, um der Or Welt eine neue Ordnung aufzuzwingen. Und diese Ordnung, das ist nämlich recht interessant, nennt Japan im Jahr 42 multipolar. Das ist ja auch jetzt wieder ein Ordnungsprinzip, das sehr diskutiert wird. Und es ist sehr interessant, dass also Japan in der Tat ein Weltordnungsprinzip vorgeschlagen hat im Jahr 1942. In diesem Zusammenhang muss man also sagen, dass diese Zentrumsposition, die China einmal innehatte, aus einem Zusammenspiel zwischen den westlichen Kolonialmächten, also insbesondere den europäischen Kolonialmächten einerseits und Japan andererseits, verloren hat. Also China konnte Ostasien nicht mehr dominieren, weil es durch diese Niederlagen in den Kriegen mit den europäischen Kolonialmächten einerseits und im Krieg mit Japan andererseits hinnehmen musste. Und Japan hat also letztendlich gesagt, man wird die westlichen Kolonialmächte nicht aus China vertreiben können, wenn China selber sich nicht mit Japan eng zusammenschließt und im Grunde genommen also im Gegensatz zu dem Tributsystem, zu dem Japan nicht gehörte, jetzt unter den neuen Bedingungen des 19. und 20. Jahrhunderts sich Japan unter- und zuordnete. Aber die chinesischen Eliten, die gewohnt waren, im Zentrum der Welt zu stehen, haben sich diesen japanischen Plänen mehrheitlich nicht unterworfen. Und anstelle dessen strebten sie seit dem Verlust ihrer Zentrumsposition in der Mitte des 19. Jahrhunderts danach, die Zentrumsposition in Ostasien und damit auch in der Welt wiederherzustellen. Und im weiteren Verlauf werde ich Ihnen also quasi die mehrfache Versuche Chinas, diese Weltposition wieder zu erreichen, vorstellen, bis wir dann in die Gegenwart kommen. Die erste Gelegenheit für China ergab sich im Ersten Weltkrieg. Auf den gehe ich jetzt hier nicht näher ein, weil das ein Versuch war, der kläglich gescheitert ist. Ganz im Gegensatz zum Zweiten Weltkrieg, in dem China nämlich in der Tat eine Anerkennung als Weltmacht erringen konnte und damit meinte eigentlich am Ziel seiner Träume zu sein. Wann ist das passiert? Also, wir hatten gerade gehört, der Zweite Sino-Japanische Krieg beginnt 1937 und ist zunächst ein regionaler, um nicht sogar zu sagen, in gewisser Hinsicht lokaler Krieg. In diesem Zusammenhang wird China nicht international unterstützt. Das ist also ein großer Unterschied zu dem, was wir im Augenblick in der Ukraine erkennen, obwohl es auch viele Ähnlichkeiten in der Konfliktkonstellation zwischen Japan und China einerseits und zwischen Russland und der Ukraine andererseits gibt. Die Chinesen sind auf verlorenem Posten, sie kämpfen sehr tapfer, aber sie können sich gegen Japan nicht retten. Erst nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor im Dezember 1941 erkennt die Welt und erkennt insbesondere die USA, dass sie China unterstützen müssen, um Japan maximal schwächen zu können. Und im Zuge dessen wird eben von Amerika aus China militärisch aufgerüstet, ausgebildet, ökonomisch unterstützt und, was sehr interessant ist, eben auch diplomatisch aufgewertet. Und Roosevelt denkt also spätestens ab 1942 mit der Unterzeichnung der Atlantikcharta oder 1943 mit den Konferenzen in Moskau, Kairo und Teheran darüber nach, wie wird die Welt eigentlich aussehen, wenn der Krieg einmal zu Ende ist. Und Roosevelt hatte eine sehr utopische, man kann fast aus heutiger Sicht sagen, ja geradezu naive Vorstellung davon, wie die Welt nach Ende des Zweiten Weltkrieges aussehen würde. Er hatte sich vorgestellt, dass überall eine Entmilitarisierung in der ganzen Welt stattfinden würde und dass es lediglich vier Länder geben würden, die als Weltpolizisten das Recht und die Pflicht haben, ein Militär aufzubauen und wo immer es zu Auseinandersetzungen zwischen Ländern kommt, die nicht mit den Mitteln der Diplomatie, gelöst werden könnten,
Und wo Länder gegen das Verbot, ein Militär aufzubauen, verstoßen, dass da die vier Weltpolizisten eingreifen, um den Frieden wiederherzustellen und eine Ausweitung des Krieges unmöglich zu machen. Und im Zuge dessen hat also Roosevelt natürlich darüber nachgedacht, wer diese vier Weltpolizisten sind. Und interessanterweise hatte er eben China zu einem dieser vier Weltpolizisten auserkoren. Und diese Idee, dass China da dazugehört, wurde auf der Konferenz von 1943 zunächst von den dort Anwesenden, aber dann später auch von der Sowjetunion akzeptiert. Bevor wir weiter in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg gehen, gebe ich Ihnen gerne noch mal eine kurze Pause zum Nachdenken. Und dabei geht es natürlich um die Frage, wieso kommt der Roosevelt auf die Idee, China in die Reihen der Alliierten aufzunehmen? Und dazu müssen wir natürlich erst noch mal klären, wer sind eigentlich die vier Weltpolizisten nach Meinung Roosevelts? Sind nach Meinung Roosevelts eigentlich alle vier Weltpolizisten gleichrangig? Da können wir jetzt natürlich nicht die Quellen durchsuchen, sondern man muss mal darüber nachdenken. Sind also diese vier Länder, die er da ausgewählt hat, von ihrer ökonomischen Stärke, von ihrer militärischen Potenz her, sind die gleichrangig oder sind die nicht gleichrangig? Ist da auch eine gewisse Hierarchie im System? Und dann, wenn Sie Lust und wir noch ein bisschen Zeit haben, könnten wir auch darüber nachdenken, welches von diesen vier Ländern eigentlich am ehesten geeignet ist, Strategien zu entwickeln, die nicht im Interesse der USA sind. Und könnte das eventuell China sein? Das hängt wieder mit dieser ersten oder zweiten Frage ein. Ja, wieso nimmt er überhaupt China in diese Reihe der vier Weltpolizisten auf? Und wenn Sie wollen, können Sie einen kurzen Stichwort, welche Frage Sie beantworten wollen, in den Chat geben und dann rufe ich Sie auf und dann können Sie gerne wieder zu uns, zu mir und den Teilnehmern sprechen. So, gibt es da schon jemanden, der reden will, der nachdenken will? Wer sind die vier Weltpolizisten? Ich sehe hier im Chat meldet sich jemand. Also China als eine der fünf Hauptmächte. Wie kommen Sie auf fünf? Also der Herr Roosevelt hatte nur vier. Also Herr Mayer, Ah, machen Sie an Verzeihung. und sagen Sie es uns. Ja, okay, ich habe ein bisschen schon Post-45 Jahre mit Frankreich mitgerechnet, Ja. aber Gut, also das war jetzt noch 43, ja? ja, okay, Ja. dann ignorieren wir Frankreich. Also ich komme gleich zu dem Punkt, ja, also USA, Großbritannien, Sowjetunion und China. Ja. Und ich glaube, dass es aus amerikanischer Sicht sicherlich interessant war, auch eine Art Counterweight zu Großbritannien und zur Sowjetunion zu haben, Ja. insbesondere auch im Fernen Osten. Ja. Und warum meinen Sie, dass da China so geeignet war? Zum einen hatten die USA ja seit dem 19. Jahrhundert oder spätestens seit der Republiksgründung eine relativ gute Beziehung zu China, beziehungsweise auch eine gewisse. Und dann glaube ich, oder ich meine, ich weiß, dass die chinesische Regierung oder vor allem die chinesische First Lady eben eigentlich sehr effektiv Sympathien in den USA für die chinesische Richtig. Sache gesammelt Ja, hat. Su Meiling war ja in Amerika ausgebildet, hat sogar vor dem amerikanischen Kongress eine Rede, eine flammende Rede zur Unterstützung Chinas halten können. Allerdings muss man schon sagen, dass in der Zeit vor 1941 also die Amerikaner nicht so sehr an China interessiert waren, sondern extrem stark an Japan interessiert waren. Sie haben sehr enge Beziehungen zu Japan gepflegt und das ist auch deshalb heute so wichtig, weil wir ja wieder in einer ähnlichen Situation in Ostasien sind. Amerika hat sehr, sehr enge Beziehungen zu China, betrachtet China jetzt aber als den wichtigsten Herausforderer und stärksten Konkurrenten um die Weltherrschaft. Und das war eben seinerzeit mit Japan auch so. Und vielleicht erinnern Sie sich oder wissen Sie, dass 1941 vor dem Angriff auf Pearl Harbor der letzte Schritt der amerikanischen Seite war,
ein Ölembargo gegenüber Japan. Japan war damals zu 80% von Lieferungen aus Amerika, Öllieferungen aus Amerika abhängig. Also jetzt denken wir immer, wir sind von Russland abhängig. Das ist was ganz Außergewöhnliches. Das ist überhaupt nichts Außergewöhnliches. Das ergibt sich sehr oft aus der Marktkonstellation. Und dadurch, dass eben Amerika diese Öl den Verkauf von Öl an Japan unterbunden hatte, sah Japan sich gezwungen, gegen Amerika und gegen Südostasien vorzugehen und hat dann im Laufe des Krieges übrigens sein Öl aus Indonesien bekommen, bis die amerikanische Flotte eben die Handelsschiffe, die von Indonesien aus das Öl nach Japan transportiert haben, so zerstört hatten, dass kein Transport mehr möglich war. Und dann hat die japanische Regierung bereits im Juni 1945 entschieden, dass der Krieg nicht mehr weitergeführt werden konnte, also nicht erst nach dem Abwurf der beiden Bomben von Hiroshima und Nagasaki. Ja, ja. Ich würde aber schon argumentieren, dass schon vor Pearl Harbor, ich meine, in den 30er Jahren wohl ein Schiff eingesetzt hat. Ich meine, mit der Grund, warum Großbritannien die Allianz mit Japan beenden musste, war ja eigentlich amerikanischer Druck. Auch wegen der. Und die Amerikaner haben auch schon Piloten erlaubt, für China zu kämpfen. Zu kämpfen. Ja, allerdings muss man schon sagen, dass also aus chinesischer Sicht das Engagement Amerikas, also diese Piloten, das ist ja zunächst eine sozusagen eine private Initiative gewesen. Nicht? Also da muss man sehr vorsichtig sein. Die Amerikaner haben seit dem Ende des 19. Jahrhunderts so eine Wackelpolitik zwischen China und Japan und China und Japan gemacht. Und das sehen wir ja jetzt auch wieder, nicht? Zeitweilig war also Amerika sehr eng mit China verbunden. Die Japaner standen etwas im Schatten. Jetzt geht wieder alles auf Japan. Und warum? Weil man China schwächen muss. Ja, also ich würde Ihnen zustimmen, es ist so ein Hin und Her. Aber aus chinesischer Sicht ist es eben genau in der Situation, wo China am meisten Unterstützung gebraucht hätte, nämlich nach 1937, die USA jetzt nicht besonders aktiv gewesen. Gehen wir mal weiter. Es gibt hier ein kleines Problem. Mal sehen, vielleicht geht es jetzt weiter. Nein. Wie kommt das? Mal sehen. Meine PowerPoint-Präsentation hat irgendwie Schwierigkeiten. Also muss ich kurz aussteigen. Irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Ich steige aus und hoffe, dass ich dann wieder einigermaßen reinkomme und dass das dann auch besser läuft. So, machen wir es mal so. Freigeben. So, dann machen wir das mal von aktueller Folie an. So, ab aktueller Folie. Und jetzt hoffe ich, dass Sie die aktuelle Folie kurze Zeit zum Nachdenken sehen können. Und jetzt das Bild von der Konferenz von Kairo, wo Sie ganz außen links eben Chiang Kai-shek sehen, dann Roosevelt und Churchill. Stalin hatte an dieser Konferenz nicht teilgenommen, weil er sich über den Neutralitätspakt mit Japan in einer Situation sah, wo er die Weltmachtstellung Chinas nicht anerkennen konnte. Und interessanterweise war eben Roosevelt immer darauf aus, zu zeigen, dass es vier geben muss und nicht drei oder fünf. Und deshalb hat er auch die Ehefrau von Chiang Kai-shek hier als vierte Position auf dieses Bild gesetzt. Es gibt dieses Bild auch in einer sozusagen leicht geänderten Version, wo Madame Chiang Kai-shek nicht auf dem Bild abgebildet ist. Wenn Sie mal ins Internet gehen und Konferenz von Kairo nachschauen unter Bildern, dann werden Sie sehen, es gibt Dreierformationen und Viererformationen. Die Amerika hat, ich gehe noch mal kurz zu dieser Folie zurück, nach dem Zweiten Weltkrieg plötzlich, und das ist übrigens etwas, was in der Region heute sehr intensiv diskutiert wird, festgestellt, dass die Regierung Chiang Kai-shek korrupt sei und dass es deshalb keinen Sinn mache, wenn Amerika die Regierung, die Nationalregierung der Republik China unter der Führung Chiang Kai-sheks gegen Mao Zedong und seine Guerillatruppen unterstützt. Dabei muss man wissen, dass die Sowjetunion nach Beendigung des Krieges in Europa ja in den Krieg in Asien eingegriffen hat.
die Japaner entwaffnet hat, diese Waffen an die kommunistischen Truppen weitergegeben hat und damit natürlich auch einen Beitrag dazu geleistet hat, dass die kommunistischen Truppen in China nach dem Zweiten Weltkrieg im Bürgerkrieg gegen Chiang Kai-shek sehr gut aufgestellt waren. Chiang Kai-shek hat deshalb viele, viele Briefe geschrieben nach Amerika und hat darum gebeten, dass also so wie die Truppen Mao Zedongs von der Sowjetunion unterstützt werden, eher von Amerika unterstützt werden sollte. Aber Amerika hat damals entschieden, Chiang Kai-shek ist zu korrupt, wir unterstützen ihn nicht. Das spielt heute eine große Rolle in Ostasien, weil es unter jenen Kräften in Ostasien, die an den Amerikanern zweifeln, eine Erzählung gibt, die sagt, letztendlich werden die Amerikaner die Insel Taiwan genauso fallen lassen, wie sie seinerzeit Chiang Kai-shek haben fallen lassen. Und sie werden das auch im Falle der Ukraine machen. Sie werden irgendwann keine Kraft mehr haben, die Ukraine zu unterstützen. Dann werden sie die ukrainische Regierung für korrupt erklären und dann werden sie sie fallen lassen. Das ist sozusagen unter den, also auf Chinesisch heißt das Imei Pai. Also das sind die Amerika-Zweifler in Ostasien. Insbesondere natürlich richtet sich dieser Begriff an bestimmte Kreise auf Taiwan, die meinen, dass Taiwan nicht auf Amerika setzen kann. Wir springen in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und hier wird sehr oft in der Diskussion über den Kalten Krieg übersehen, dass China auch in dieser Situation eine wichtige Rolle spielte. Und dass die chinesischen Kommunisten, die ja gesehen hatten, dass die Republik China unter nationalistischer Führung von den Amerikanern gewissermaßen als Weltmacht anerkannt wurden, nun die Volksrepublik China ja irgendetwas für sich gewinnen musste, um ihrerseits diesen Weltmachtanspruch zu formulieren und letztendlich vielleicht auch die Republik China, die ja zum damaligen Zeitpunkt in der UNO die Position Chinas einnahm und auch im UNO-Sicherheitsrat eine Position hatte. China wollte natürlich diese Republik China aus der UNO heraus katapultieren, aus dem UNO-Sicherheitsrat heraus katapultieren und selber quasi Weltmachtstatus erlangen, indem sie diese Position übernehmen würde. Und der erste Schritt in diese Richtung wurde unternommen, als Stalin also sich überlegt hat, in Ostasien die Gefahr, dass der Kalte Krieg zu einem heißen Krieg wird, besonders groß ist. Und um dieser Gefahr zu entgehen, hat er zwei Maßnahmen unternommen, sehr wichtig in diesem Zusammenhang, dass er China gewisserweise die Führungsrolle über die Revolutionen in Ostasien übergeben hat und damit gesagt hat, also ihr dürft diese Revolutionen, diese Unabhängigkeitsbewegungen, diese Entkolonialisierungsbewegungen in Ostasien unterstützen. Das hat mit uns, Sowjetunion, nichts zu tun. Dann kommt es auch nicht zu einer Konfrontation zwischen der USA und der Sowjetunion, der Stalin meinte, nicht gewachsen zu sein und die er unbedingt nicht haben wollte. Das heißt also, er hat China erstmal innerhalb des sozialistischen Lagers eine Position zugeordnet, die höher war als die Position der osteuropäischen Staaten, aber niedriger als die Position der Sowjetunion, hat aber gleichzeitig sozusagen einen regionalen Hegemonialanspruch Chinas anerkannt, indem er gesagt hat, für die Revolutionen in Ostasien seid ihr zuständig. Und damit entsteht ein dritter Akteur, den die Sowjetunion und die USA gewisserweise auch brauchen, vor allen Dingen die Sowjetunion, um die USA davon abschrecken zu können, die Nuklearbombe gegen Russland einzusetzen. Denn unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg hatte Russland noch keine Nuklearbombe, noch keine Atombombe und sah sich damit also durch die Atomwaffenkapazität der USA bedroht. Und auch für den Fall eines konventionellen Angriffes wollte man die USA davon abschrecken, so etwas auch überhaupt nur zu überlegen, weil durch diese gemeinsame Front mit
China, die USA also sich darauf gefasst machen müssten, bei einem Angriff auf die Sowjetunion es sowohl mit der Sowjetunion als auch mit China zu tun zu haben. Besonders wichtig wurde das, nachdem Stalin gestorben ist und Khrushchev an die Macht kam, denn Khrushchev hatte große Probleme, innerhalb des sozialistischen Lagers auch nur eine Führungsposition weiter in Anspruch nehmen zu können. Und er hatte große Angst davor, dass China diese Schwäche nutzen würde, um die Sowjetunion aus der Führungsposition im sozialistischen Lager gewisserweise herauszudrängen und sich selbst in diese Führungsposition zu bringen. Und Khrushchev hat dieses Problem versucht zu lösen durch eine Umarmungstaktik. Also er war der Auffassung, dass er sich ganz stark mit China verbünden müsse, damit China nicht die Führungsposition Moskaus in Frage stellt, damit China Moskau unterstützen kann bei der Unterdrückung zum Beispiel von Aufständen in Polen und Ungarn und damit diese zu enge Zusammenarbeit die USA von einem eventuellen Angriff gegen die Sowjetunion abhalten könnte. Aber es kommt immer alles anders, als man denkt, auch in der Entwicklung der internationalen Beziehungen. Und das hat damit zu tun, dass in so einer Dreieckskonstellation, also USA, China, Russland oder Sowjetunion, es zwar so ist, dass sich immer gerne zwei gegen den dritten verbünden, dass aber man immer weiß, dass diese Bindungen nur temporär sind. Also die Dreiecksbeziehungen werden zwar oft gewählt in der internationalen Politik, aber jeder weiß, das hält nicht. Und so wusste das auch Khrushchev. Und er hat also versucht, dann die Seite zu wechseln. Das heißt also, er hat versucht, sich an die USA anzunähern, um die Volksrepublik China davon abzuhalten, in der Taiwan-Frage eine militärische Auseinandersetzung mit den USA zu suchen. Und als China das bemerkt hat, verlässt China die Dreieckskonstellation, klingt sich aus, ist also weder verbündet mit Russland noch verbündet mit Amerika und nähert sich der Bewegung der Blockfreien, also auch wieder einer dritten Variante im Kalten Krieg an. Es möchte versuchen, und auch das müssen Sie unbedingt, wenn Sie heute verstehen, was China macht, im Hinterkopf behalten. Sie möchten als Führer der Entwicklungsländer sich profilieren und damit eine selbstgenerierte Legitimation für einen Weltmachtanspruch zu gewinnen. Denn China hatte genau begriffen, dass unter der Republik China und Chiang Kai-shek 1943 China natürlich nur zur Weltmacht gemacht wurde, weil Amerika China brauchte. Und wenn man nachliest in den Quellen aus dieser Zeit, dann sagen die Amerikaner, wir brauchen China als einen friendly voter. Und wir brauchen China als Vertreter jener Länder, die sich nach und nach vom Kolonialismus befreien werden. Und deshalb brauchen wir das da drin. Aber China war damit quasi auch eine künstlich geschaffene Weltmacht, die überhaupt weder das militärische noch das ökonomische Potenzial zur Weltmacht hatte. Und nachdem Stalin also quasi China zumindest die Kapazität einer Regionalmacht übergeben hatte, war es eben so, dass man sagen musste, auch das war von Stalin geschenkt und nicht von China selbst generiert. Und dieser Schritt weg aus dem sozialistischen Lager hin in die Bewegung der Blockfreien war ein Versuch Chinas, sich aus eigener Vollkommenheit zur Großmacht aufzuschwingen. Hier natürlich der Besuch Mao Zedongs unmittelbar nach der Gründung der Volksrepublik China im Jahr 1950 in der Sowjetunion. Es kommt wieder anders als gedacht. China möchte also selber aus sich selbst heraus Großmacht werden und anstelle dessen erkennt die USA eine Chance, nämlich zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen und sie nutzen die Triangularität, um die Sowjetunion zu isolieren einerseits und um den Vietnamkrieg zu beenden, andererseits. Sie wissen, das ist unter Nixon und Kissinger passiert und die USA erkennen,
Quatsch, die USA erkennen doch, dass es also einen zunehmenden Konflikt zwischen der Sowjetunion und China gibt. 1969 ist es zum Krieg zwischen der Sowjetunion und China gekommen. Im Anschluss an diesen Krieg, der ja ein ganz lokaler Krieg am Ussuri war, hat das Politbüro der KPdSU darüber nachgedacht, die Nuklearkapazität der Volksrepublik China unter Benutzung einer eigenen Atombombe zu zerstören. Doch bevor man das gemacht hat, hat man mit den USA ein kleines Telefongespräch geführt. Die USA haben nicht nur die Sowjetunion davon abgehalten, diesen Schritt zu vollziehen, sondern sie haben auch sofort das Telefon nach Peking angeschmissen und haben in Peking mitgeteilt, dass die Sowjetunion nur durch Amerika daran gehindert werden konnte, die chinesische Nuklearkapazität zu zerstören und China durch eine Atombombe zu zerstören, zumindest teilweise. Daraufhin waren die Inklinationen der chinesischen Regierung, sich mit den Amerikanern gegen die Sowjetunion zu verbünden, natürlich noch größer. Die Verbündeten der USA erkennen weltweit die VR China diplomatisch an. Das gilt auch für Österreich, das gilt auch für Deutschland, das gilt für viele Länder, die noch keine diplomatischen Beziehungen zur Volksrepublik China hatten, sondern die vorher diplomatische Beziehungen zur Republik China auf Taiwan hatten. Und die Republik China auf Taiwan wird im Zuge dessen nicht nur aus der UNO ausgestoßen, sondern auch weltweit isoliert. Damit beginnt eine ganz neue Phase in der Weltordnung, wo nämlich jetzt die Tatsache, dass es einen dritten Akteur im bipolaren System des Kalten Krieges gibt, offensichtlich wird. Und die Welt auch sehr positiv darauf reagiert, insbesondere nachdem im Dezember 1978 die Führung der Kommunistischen Partei Chinas den Beschluss über Reform und Öffnung fällt und im Zuge dieses Beschlusses eben sozusagen zeigt, dass sich das Land ökonomisch in die Weltwirtschaft integrieren will und dass es außenpolitisch bereit ist, mit den USA zu kollaborieren und damit eigentlich eine neue Stabilisierung des Systems der internationalen Beziehungen herbeiführt, aber gleichzeitig auch die Grundlage dafür legt, dass sich die Sowjetunion auf Dauer nicht wird halten können. Auch das muss man im Hintergrund haben, wenn man heute viel von den wichtigen und guten Beziehungen zwischen China und Russland liest. China ist an dem Untergang der Sowjetunion ganz klar beteiligt, indem es sich für ein Bündnis mit den USA gegen die Sowjetunion entschieden hat und damit die Sowjetunion in eine Rüstungsspirale hineingedrängt hat, die letztendlich zu einem ökonomischen Zusammenbruch geführt hat. Die USA gewinnen den Kalten Krieg, so hören wir. Und wir hören sehr wenig davon, dass China dabei eine so wichtige Rolle gespielt hat, wie ich es Ihnen gerade versucht habe zu skizzieren. Früher hat auch Kissinger nie darüber nachgedacht, wie wichtig China in diesem Zusammenhang gewesen ist. Aber in den letzten Interviews, die er gegeben hat, soweit er darüber gesprochen hat, hat er das unumwunden zugegeben. Und in seinen Veröffentlichungen über die Wiederannäherung an China hat er auch immer gesagt, na ja, über Dreieckspolitik spricht man in der Diplomatie nicht. Aber in Wahrheit ist das eines der wichtigsten Geheimwaffen der Diplomatie und das hat er hier auch deutlich unter Beweis gestellt und hat letztendlich also den wichtigsten Schritt wahrgemacht, der zum Ende des Kalten Krieges geführt hat. Mit diesem Ende des Kalten Krieges und mit dem Willen Chinas, sich außenpolitisch den USA unterzuordnen, entsteht nach dem Ende des Kalten Krieges im System der internationalen Beziehungen erstmals eine Situation, in der ein einziges Land als Welthegemon fungiert. Das ist das, was Mersheimer als die absolute Ausnahme betrachtet und es deshalb nennt the unipolar moment. Ja, es ist eigentlich nur ein Moment in der Weltgeschichte, wo die USA diese Position als Welthegemon übernehmen können. Und wer hätte gedacht, dass Nixon, den die Vietnambewegung in der ganzen Welt als den schlimmsten Kriegstreiber beschimpft hat, Mao Zedong die Hand geben konnte und sich mit ihm darüber einigen konnte,
dass man gemeinsam gegen die Sowjetunion vorgeht und deshalb China seine Unterstützung für den Vietnamkrieg aufgeben würde. Und damit war dann auch die Möglichkeit geschaffen, den Vietnamkrieg zu Ende zu bringen. So, ich hatte gesagt, 1978 hat die Volksrepublik China die Entscheidung gefällt, genauer gesagt die Führung der Kommunistischen Partei unter Deng Xiaoping, hat die Entscheidung gefällt, dass man alles auf ökonomische Entwicklung setzen müsse. Denn nur wenn China ökonomisch stark würde, würde China legitimerweise auch einen Anspruch auf zentrale Funktionen in Ostasien und zentrale Funktionen in der Welt stellen können. Also anders als Mao, der eher auf den Befreiungskampf der kolonialisierten Völker gesetzt hat, der eher darauf gesetzt hat, dass in diesen Ländern die Revolution ausbricht und dass China sich an die Spitze dieser Revolution setzen kann und damit eben zur Weltmacht wird, sagt Deng Xiaoping im Jahr 1978 und die Partei folgt ihm in dieser Einschätzung, wir müssen vor allen Dingen ökonomisch stark werden. Und damit man ökonomisch stark werden kann, hat er propagiert eine Politik der Unauffälligkeit in der Außenpolitik. Und warum hat er Unauffälligkeit gesagt? Er wollte eben eine Situation herstellen, die für diese Entwicklung der ökonomischen Kapazitäten der Volksrepublik China optimal ist. Und dann darf man sich nicht Feinde in der Welt machen, sondern muss sich lauter Freunde machen und deshalb eine Politik der Unauffälligkeit. Und im Zuge dieser Politik der Unauffälligkeit nimmt auch die Volksrepublik China dieses Theorem der Multipolarität auf und propagiert diese Theorie der Multipolarität als eine Theorie der angemessenen zukünftigen Weltordnung, wobei sich dann die Welt eben in lauter Regionen aufteilt, die, man höre und staune, wie vom Tributsystem schon ausprobiert, jeweils über ein Zentrum und eine Peripherie verfügt. Also überall in der Welt, so die Annahme dieser Theorie oder dieser Version von Multipolarität, gibt es Regionen, in deren Zentrum dann eben ein Land steht, das die Region beherrschen kann und das deshalb dann quasi ein Pol in der Multipolarität der Welt wird, weil es um sich herum lauter Länder hat, die sich durch dieses Land in ihrer Mitte, in ihrem Zentrum, das die Region dominiert, gewisserweise in der Multipolarität angemessen vertreten fühlt. Und diese Theorie der Multipolarität, die passt eben deshalb zur Methode der Unauffälligkeit in der Außenpolitik, weil sie nämlich vermeidet, dass man das bisherige System wie ein Revisionist quasi vollkommen in Frage stellen muss und auch den bisherigen Machthaber in diesem System, nämlich die USA, von ihrem Throne wird wegschubsen müssen. Die Multipolarität sagt, na ja, ihr Amerikaner dürft natürlich weiter regieren, das ist alles klar, aber ihr müsst euch akkordieren mit einer Reihe von Ländern, die eben solche Pole in der Welt, in den verschiedenen Regionen bilden. Und wenn ihr das macht, dann könnt ihr euch weiterentwickeln, dann wird kein Krieg entstehen, nichts. Wir können uns gewisserweise im Einvernehmen darüber einigen, dass die Welt nicht von einem Land beherrscht wird, sondern von mehreren. Und diese Politik der Unauffälligkeit ist eben auch eine Politik der ganz ostentativen Freundschaft mit Amerika. Eine Freundschaft, die übrigens nicht nur von der Volksrepublik China aus betrieben wird, sondern auch von Amerika aus. So, nochmal ganz kurz eine Unterbrechung. Und zwar habe ich jetzt den Begriff Revisionismus benutzt, und zwar nicht im Sinne der revisionistischen Geschichtsschreibung, sondern im Sinne des Revisionismus im System der internationalen Beziehungen. Und damit wir nochmal überlegen, ob wir wirklich wissen, was dieser Begriff bedeutet, würde ich Sie gerne mal kurz nachdenken lassen über die Frage, welche Länder können eigentlich als Revisionisten im System der internationalen Beziehungen vor dem Zweiten Weltkrieg betrachtet werden. Und dann überlegen wir nochmal, welche Länder können eigentlich als potenzielle Revisionisten im System des Kalten Kriegs gelten. Und überlegen Sie sich, welche dieser Fragen Sie vielleicht ansprechen wollen. Melden Sie sich bei mir und sprechen Sie zu uns.
So, wer möchte was sagen? Ist das eine schwierige Frage? Also, wer sind die Revisionisten im System der internationalen Beziehungen vor dem Zweiten Weltkrieg? Ich würde mal sagen, diese Frage kann man beantworten, wenn man weiß, wer nach gängiger Geschichtsschreibung eigentlich der Initiator des Zweiten Weltkrieges war und mit wem dieser Initiator verbündet war. Vielleicht könnten wir das mal, das wissen Sie ja sicherlich, nehme ich an. Technisch ist alles in Ordnung. Frau Ja. Ratschenkova. Ja, alles ist in Ordnung. Ich würde nur sagen, dass die Fragen werden immer schwieriger. Genau, jetzt kommt auch im Chat jemand, der sich bei mir meldet und sagt, ich hätte wieder eine Antwort. Also, Haslanitz, bitte. Was ist die Ja. Antwort? Sekunde, ich starte schnell die Kamera wieder. So. Also bezüglich der revisionistischen Staaten vor dem Zweiten Weltkrieg, ja, Japan in dem Fall, weil die geltende Ordnung, die bis dahin noch irgendwie etabliert war, nicht mehr da war und Japan diese ändern wollte und damit verbunden eben auch Deutschland in Europa, hätte ich mal gesagt. Ja, wissen Sie zufällig, wie nennt man denn eigentlich die Weltordnung vor dem Zweiten Weltkrieg? Den Fachterminus kann ich Ihnen leider nicht sagen, nein. Ja, das ist so. In Europa ist die Weltordnung vor dem Zweiten Weltkrieg festgelegt durch die Konferenz von Versailles und deshalb nennt man das die Ordnung von Versailles. Nicht? Weil Versailles hat sich ja im Wesentlichen mit der Frage des Kräfteverhältnisses zwischen den unterschiedlichen am Krieg beteiligten Mächten in Europa beschäftigt. Aber nachdem die Konferenz von Versailles und die Konferenz von Saint-Germain stattgefunden hat, hat es auch eine Konferenz in Washington stattgefunden und die hat das sogenannte System von Washington etabliert. Und dieses System von Washington ist ein System der Rüstungskontrolle für den Pazifik. Und die Organisation, die weltweite Organisation, die diese Weltordnung, die sich quasi aus diesen zwei Hälften, nämlich das System von Versailles und das System von Washington zusammensetzt, das ist der Völkerbund. Ja? Und interessanterweise, und wir werden sehen, ob sich das nicht in den nächsten Jahren auch mit der UNO abspielt, ist es eben so, dass sowohl Japan als auch Deutschland dann aus dem Völkerbund erstmal nicht also Deutschland erstmal nicht zugelassen wird, weil es ja auch im Ersten Weltkrieg beteiligt war. Dann wird Deutschland aufgenommen, Japan ist auch dabei, auf Betreiben der Amerikaner übrigens. Aber dann steigen erst die Japaner aus nach der Besetzung der Mandschurei 1931 und dann steigen die Deutschen aus. Also die Revisionisten, das sind die Aussteiger in diesem Fall, ja? Also auch für die anderen Fragen, nicht? Im Kalten Krieg, wer steigt eigentlich aus dem System aus? Das ist gar nicht so einfach zu beschreiben, aber wenn Sie gerade zugehört haben, welches Land ist aus dem System des Kalten Krieges ausgestiegen? Ich würde sagen, die blockfreien Staaten, also in dem Fall könnte man, ist es schwierig sagen, China hat versucht auszusteigen, war aber zeitgleich auch drin, so wie ich das zumindest ihren Erzählungen gehabt habe, entnehme, weil es halt versucht hat, mitzuschwimmen gewissermaßen. Aber ich würde nicht sagen, dass es sich vehement auf eine Seite geschlagen hat. Und mir fällt auch ein, vielleicht Jugoslawien in Europa. Ja. Jugoslawien gehört natürlich zu den Gründerstaaten der blockfreien Bewegung, Indien natürlich auch. Und China würde ich sagen, China ist ausgestiegen mit einer langfristigen Perspektive wieder in das System einzusteigen. Aber die Wahrnehmung der Welt, nachdem China sich von der Sowjetunion getrennt hatte 1962, bis Kissinger, also die ersten Versuche der Wiederannäherung genommen hat, das war ja im Jahr 1971. Also in dieser Phase zwischen 62 und 71 hat die Welt damals China als nicht Teil der Kalten Kriegswelt betrachtet. Ja? Und auch heute, also ich habe dazu Sachen veröffentlicht und habe natürlich auch schon Vorträge gehalten. Und wenn ich das so erkläre, wie ich Ihnen das vorhin erklärt habe, dass eben der Stalin China quasi da so ins Boot geholt hat und auch quasi China eine Art Status verliehen hat, der vielleicht nicht ganz der militärischen und ökonomischen Potenz des Landes entsprach.
Da sind die meisten Leute total erstaunt drüber, wenn ich ihnen so etwas erzähle, weil sie eigentlich China als nicht existent wahrnehmen. Ja, die meisten Leute wissen übrigens auch nicht, dass die Republik China damals, also von 1948 Gründung der UNO bis zum Ausschluss 1971, war ja die Republik China ein Land im UNO-Sicherheitsrat. Das wissen die meisten Leute auch nicht. Ja, also China wird immer gerne so ausgeblendet. Und in meinem neuen Buch, was ich vorhin ja kurz gezeigt habe, da ist sozusagen die zentrale These, wir müssen die Welt mit China denken. Und nicht immer diesem Impuls sozusagen nachgeben, dass wir die Welt am besten verstehen, wenn wir China einfach außen vor lassen. Und dieses China einfach außen vor lassen, das hat eben sehr stark mit dieser Erfahrung der 60er Jahre zu tun, wo der Kalte Krieg ja quasi auch seinem Höhepunkt entgegensah. Ich weiß nicht, ob es sonst noch jemanden gibt, der etwas sagen will zu den Fragen, die ich hier gestellt habe. Wenn nicht, dann versuche ich mal wieder hier weiterzukommen mit meiner PPT-Präsentation, auch wenn sie mir so ein bisschen Schwierigkeiten macht wieder. Also ich muss wieder rausgehen, um wieder reinzukommen. Aber da wir ja wissen, dass ich wieder reinkommen kann, ist das alles nicht so schlimm. Also gebe ich es wieder neu frei, gehe wieder zur aktuellen Folie und dann hoffen wir mal, dass das auch funktioniert. Ja. Die nächste Stufe beginnt mit der Machtübernahme Xi Jinpings oder etwas neutraler ausgedrückt mit der Wahl Xi Jinpings zum Führer der Kommunistischen Partei Chinas auf dem 18. Parteitag. Das ist im Jahr 2012. Damals hat Xi Jinping sich noch nicht äußern können zu seinen Plänen auf dem Parteitag, aber Sie erinnern sich vielleicht an den Beginn der Vorlesung. Da haben wir darüber gesprochen, dass eben auf dem 19. Parteitag ja Xi Jinping eine Position sozusagen in Aussicht stellt, wo China wieder ins Zentrum der Welt vorrückt. Und wie stellt er sich das vor? Er stellt sich zu dem damaligen Zeitpunkt eben wieder die Errichtung einer binären Ordnung, wobei eben China und die USA sich die Welt teilen. Sie können sich das ungefähr so vorstellen, wenn Sie von der Mitte Chinas aus Richtung Australien gucken, dann ist alles auf der rechten Seite China, sprich also alles im Westpazifik ist China und darüber hinaus bis ins Mittelmeer und Europa. Und auf der linken Seite Pazifik bis hin auch zum Atlantik, das ist eben unter der Vorherrschaft Amerikas. Und die ganze Diskussion, die wir über die Taiwan-Politik in den letzten Jahren vermehrt führen, insbesondere in den letzten Monaten, hängt damit ganz eng zusammen. Denn die Führung der Volksrepublik China hat die Taiwan-Frage zu einer ganz zentralen Frage deshalb erhoben, weil sie sagen, wenn die USA uns erlauben, Taiwan ohne Einsatz von militärischen Mitteln friedlich zu inkorporieren, dann heißt das, dass die USA verstanden hat, dass wir mit ihnen auf einer Höhe stehen. Und dann bedeutet das, dass diese friedliche Inkorporation Taiwans Ausdruck der Anerkennung einer binären Welt ist, in der China und die USA den gleichen Rang einnehmen. Sie erkennen an dieser Sicht der Dinge, dass die ursprüngliche Intention Chinas es war, eben nicht kriegerisch Taiwan einzunehmen, selbst wenn man immer mal wieder mit Waffen droht, sondern dass es eigentlich darum geht, die Amerikaner zu zwingen, die Vorherrschaft der Volksrepublik China über Taiwan anzuerkennen, weil für die Volksrepublik China das bedeutet, dass die USA die Gleichrangigkeit von China und USA anerkannt haben. Würde also die VR China, würde die USA der Verwirklichung dieser friedlichen Inkorporation Taiwans zustimmen, wäre das ein Zeichen für die Anerkennung der Gleichberechtigung zwischen den USA und China. Und Chinas Aufstieg wäre in diesem Sinne friedlich, das heißt ohne einen Konflikt mit dem derzeitigen Welthegemon USA in Kauf nehmen zu müssen.
China denkt ja immer über Win-Win-Situationen nach und so denkt die chinesische Außenpolitik auch darüber nach, welchen Vorteil der Welthegemon hätte für den Fall, dass eben die Problematik mit Taiwan im gegenseitigen Einvernehmen geregelt werden könnte. Es würde bedeuten, dass er eben keine militärische Auseinandersetzung in Kauf nehmen muss und damit auch keine Niederlage in Kauf nehmen müsste. So, wieso sprechen wir hier von Niederlagen, wenn Sie sich die entsprechenden veröffentlichten Äußerungen Chinas und der USA anschauen? So kommen beide Seiten zu dem Schluss, dass ein Krieg über Taiwan sehr wahrscheinlich genauso wenig einen eindeutigen Sieger hätte, wie Hafrid Münkler das ohnehin für die Kriege der nächsten Jahrzehnte vorhergesagt hat. Also der Pentagon ist der Auffassung, dass es keine eindeutige Siegesstrategie für die USA und ihre Verbündeten gibt. Und die Volksrepublik China weiß auch, dass die militärische Einnahme der Insel Taiwan außerordentlich schwierig und sehr riskant ist. Und vor allen Dingen weiß die Kommunistische Partei Chinas, sollte sie diesen Krieg verlieren, dass sie damit das gesamte politische System in der Volksrepublik China in Frage stellt. Das ist der wesentliche Grund, warum man auf Seiten der Volksrepublik China schon so lange zögert, diesen Schritt zu tun, obwohl man ihn immer wieder ankündigt. Mit der Verschärfung der Spannungen zwischen den USA und der VR China und dabei spielt der von Trump eingeleitete Handelskrieg eine ziemlich große Rolle, kann man sagen, dass sich innerhalb der Führungselite in der KP Chinas und in der Volksrepublik China zwei Fraktionen herausgebildet haben. Also ursprünglich war man der Meinung, China macht weiter mit seinem wirtschaftlichen Aufbau und es wird wirtschaftlich immer stärker, sodass Amerika die Gleichrangigkeit Chinas anerkennen muss und dann teilen wir die Welt unter uns auf und es ist alles in bester Ordnung. Aber durch den Handelskrieg hat die chinesische Elite oder zumindest Teile der chinesischen Elite haben die Einsicht gewonnen, dass Amerika eben nicht bereit ist, die Gleichrangigkeit Chinas zu akzeptieren. Und indem dieser Zweifel an Amerika in der Volksrepublik entstanden ist, sind quasi zwei Fraktionen entstanden. Die eine, die wird als Chinmay Pai bezeichnet, das sind die proamerikanischen Kräfte, die nach wie vor daran festhalten, dass die USA also ihnen ermöglichen sollte und könnte, durch Wettbewerb in der Ökonomie und Technologie China als gleichrangig anzuerkennen. Und die andere Fraktion, zu der nach meiner Analyse auch Xi Jinping gehört, die haben eben insbesondere durch den Krieg in der Ukraine zunächst eine günstige Gelegenheit gesehen, eine Allianz mit Russland zu stärken. Und diese Allianz mit Russland wollen sie deshalb stärken, weil China die Unterstützung Russlands braucht, wenn es die USA militärisch in der Taiwan-Frage herausfordert. Also Sie erinnern sich, dass schon zu einem früheren Zeitpunkt, nämlich als China im sozialistischen Lager war, eben man immer sich mit Russland verbunden hat oder Russland sich mit China verbunden hat, wenn es letztendlich gegen die USA ging. Und so meinen eben auch die prorussischen Kräfte heute, dass der Zeitpunkt gekommen sei, jetzt wieder von der einen Seite, zu der man sich gelehnt hatte, nämlich dem proamerikanischen, zur anderen Seite, nämlich eine prorussische, zu gehen und zu sagen, wir verbünden uns mit den Russen und dann können wir die militärische Auseinandersetzung über die Taiwan-Frage auch in Kauf nehmen. Gleichzeitig hoffen wir natürlich, dass die Allianz mit Russland dazu führt, dass die Amerikaner, die sich ja nicht eindeutig festgelegt haben, in welcher Form sie in einen solchen Konflikt über Taiwan eingreifen würden, dass die USA überhaupt nicht erst zu militärischen Mitteln greifen würde. Also man ist der Auffassung, in den prorussischen Kreisen, wir müssen mit Russland gegen Amerika vorgehen. Und in den proamerikanischen Kreisen versucht man gewisserweise, die Russen auf die Ebene einer Regionalmacht abzustufen. Und gleichzeitig will man mit Amerika gemeinsam die Welt regieren. Nun war eine ganz interessante Geschichte in diesem Zusammenhang die Frage, wie eigentlich China sich in den Ukraine-Krieg einbringt.
Das ist eine sehr interessante Frage, weil eigentlich vom ersten Tag des Krieges an die Amerikaner immer gesagt haben, die Chinesen stehen auf der Seite der Russen. Das war eine sehr gefährliche Aussage, weil das natürlich eine Aussage ist, die auch noch die prorussischen Kräfte in China stärkt und die proamerikanischen Kräfte in China schwächt. Wir können nämlich sehen, dass in der Tat diese beiden Fraktionen, von denen ich gerade sprach, also die proamerikanische und die prorussische, dass die auch unterschiedliche Haltungen Chinas zum Ukraine-Krieg entwickelt haben. Also die auf ökonomischen Wettbewerb setzenden Leute, die haben also von Anfang an gesagt, dieser Krieg muss so schnell wie möglich beendet werden. Und die haben auch von Anfang an gesagt, dass sie der Meinung sind, dass China hier als möglicher Moderator auftreten sollte. Aber die prorussischen Kräfte, die warten ja im Grunde genommen darauf, einen Krieg mit Amerika ausfechten zu können. Und die haben darauf gesetzt, dass man, wenn es jetzt zum Krieg über die Ukraine kommt, die Amerikaner in einer so prekären Situation sind, dass man Taiwan militärisch angreifen kann, obwohl man keine klare Unterstützung durch Russland kriegen kann, weil ja Russland auch im Krieg gegen die Ukraine natürlich involviert ist, aber dass die Amerikaner nicht in der Lage sind, Taiwan militärisch zu schützen und dass es deshalb dann möglich wäre, möglichst zeitnah die Taiwan-Frage zu klären. Aber als der Krieg dann ausgebrochen war und kurz vorher also Xi Jinping sich gewisserweise mit Putin umarmt hatte und behauptet hatte, dass die Freundschaft zwischen dem chinesischen und dem russischen Volk keine Grenzen kenne, das hatte er alles so pro-russisch aufgestellt, dass die proamerikanische Fraktion vollkommen aufgelöst war und sagte, um Gottes Willen, wenn wir pro-russisch sind, dann werden wir auch von diesen ganzen Sanktionen betroffen sein und dann wird bei uns die Ökonomie den Bach runtergehen und dann gibt es Aufstände im Inneren des Landes und das können wir alles auf keinen Fall machen. Ergebnis war, dass das Politbüro 7 Tage lang 7 Tage lang in eine Klausur gegangen ist und nach 7 Tagen hat das chinesische Außenministerium dann bekräftigt, dass China eine mittlere Position einnehmen würde. Und diese Position hat China seitdem auch eingenommen und hat das damit begründet, dass es sowohl über sehr wichtige und freundschaftliche Beziehungen nach Russland als auch zur Ukraine verfügt und keine dieser beiden Länder verprellen darf. Ich sehe, es gibt was im Chat. Wie stark ist derzeit die proamerikanische? Das sage ich Ihnen sofort. Wenn wir zum 22. Parteitag kommen, werden Sie das sofort hören. So, jetzt klemmt schon wieder. Nein, jetzt geht es. Aus meiner Sicht muss man noch einmal kurz zu dem Krieg in der Ukraine zurückkommen. Wir hatten gesagt, eigentlich wollte China sich mit Amerika die Welt teilen. Das ist ein bipolares und nicht ein multipolares Weltordnungsprinzip. Und interessanterweise kann man so sehen, während der Pandemie hat es ja immer wieder Treffen zwischen Biden und Xi Jinping gegeben. Und zunächst einmal sah es so aus, als würden sich diese beiden Großmächte gar nicht so schlecht verstehen. Zum Beispiel hat also Biden vermieden, die Volksrepublik China für den Ausbruch der Pandemie, sagen wir mal, verantwortlich zu machen, obwohl einiges dafür spricht, dass diese Verantwortung in der Tat auf Seiten der Volksrepublik China liegt. Also, das hat man nicht gemacht. Man versuchte also gewisserweise dieses Einvernehmen herzustellen. Und Russland hat das ganz misstrauisch beäugt. Russland hat das deshalb ganz misstrauisch beäugt, weil Obama, als er noch Präsident der USA war, einmal in so einem Art Nebensatz Russland zur Regionalmacht degradiert hatte. Und das heißt also, dass schon unter Obama die amerikanische Elite sich darauf einstellte, sich in irgendeiner Form mit China auseinandersetzen zu müssen, sei es militärisch, sei es friedlich, sei es um die Aufteilung der Welt, sei es um die Bewahrung der Führungskraft der Amerikaner. Und wenn in einem solchen Zustand dann also quasi Russland
als Regionalmacht degradiert wird, dann bedeutet das, dass Russland sofort verstanden hat, dass also es quasi einen Konsens zwischen USA und China gibt, dass Russland bei der Verteilung der weltweiten Macht nichts mehr mitzuspielen habe. Und das widerspricht aber dem Selbstverständnis Russlands, das ja nach wie vor die größte Nuklearmacht in der Welt ist. Also dient der Krieg in der Ukraine, und ich finde, dass das in letzter Zeit, im Gegensatz zu dem, was man am Anfang des Krieges immer wieder von Putin hörte, Putin auch immer wiederholt, nämlich der Krieg in der Ukraine dient auch dazu, mit militärischen Mitteln Russland eine Position unter den Weltmächten zu verleihen. Und das heißt eigentlich, ein strategisches Dreieck wiederherzustellen, so wie es Anfang der 70er Jahre schon einmal bestanden hat. Und dabei ist es eben das Ziel Russlands, selber eine Allianz mit China herzustellen und durch diese Allianz mit China die USA dazu zu zwingen, als eine Art Zwischenschritt die Weltordnung im Sinne der Multipolarität zu verändern. Und in dieser Frage der Veränderung der Weltordnung kooperieren China und Russland miteinander und versuchen diese Isolationsversuche seitens des Westens dadurch zu überwinden, dass sie sich besonders stark mit dem globalen Süden zusammentun. Aber man muss auch wissen, dass eben ihre Vorstellungen darüber, wie die Welt in Zukunft einmal aussehen soll, doch ziemlich unterschiedlich sind. Die USA haben, das haben Sie ja sicherlich beobachtet, seit dem Krieg gegen die Ukraine vor allen Dingen sich mit ihren Verbündeten in dem sogenannten globalen Westen ganz eng zusammengeschlossen. Aber wir müssen auch daran denken, dass jetzt demnächst Präsidentschaftswahlen in Amerika vor der Tür stehen und dass die Isolationisten, die es ja seit Gründung der USA in den USA gibt, die sagt, wir wollen überhaupt nicht mehr uns international hier betätigen, dass die doch eventuell unter den Republikanern sehr stark vertreten sind und vielleicht sogar auch einen nächsten Präsidenten stellen. Diese Versuche des Verbindens mit dem Global South, das geht natürlich, das wird hier auf der Karikatur sehr deutlich dargestellt, sehr stark von China aus und geht über die Belt and Road Initiative, die neue Seidenstraße. So, zum Schluss würde ich gerne noch ein paar Minuten mit Ihnen darüber sprechen, wie eigentlich die augenblickliche Lage aussieht. Man muss sagen, also zunächst einmal hat der Ukraine-Krieg ist natürlich ein ganz zentraler Konflikt, mit dem die Welt im Augenblick zu kämpfen hat. Dieser Konflikt ist ein Konflikt, in dem die USA und Russland eine direkte Auseinandersetzung vermeiden, aber sie führen eben diesen Krieg als Stellvertreterkrieg auf einem dritten Territorium, nämlich dem Territorium der Ukraine, auch durch. Und die USA mit ihren Verbündeten in Europa greifen nur indirekt ein, während Russland natürlich direkt beteiligt ist durch Angriff auf die Ukraine. Wenn wir das jetzt einmal vergleichen mit der Situation in Taiwan, so sehen wir, dass die Spannungen sich zwischen Festlandchina und Taiwan immer stärker ausprägen. Die USA und ihre Verbündeten versuchen Taiwan stark zu machen und Taiwan militärisch vorzubereiten und auch die Länder in der Region so zu ordnen, dass sie zusammen mit den USA Taiwan unterstützen könnten für den Fall eines militärischen Angriffes aus Peking. Dabei muss man wissen, dass im Falle einer Unabhängigkeitserklärung Taiwans China sofort militärisch eingreifen wird. Dazu ist logistisch alles vorbereitet, die ganze Welt, soweit sie mit China diplomatische Beziehungen hat, erkennt Taiwan als Teil der Volksrepublik China ein. Deshalb wäre also die Erklärung der Unabhängigkeit ein Schritt, der gegen das sogenannte Antisezessionsgesetz verstößt. Also eine Provinz würde sich unabhängig erklären, die eigentlich als Provinz international anerkannt ist. Und wenn man davon ausgeht, dass die Volksrepublik China mit ihrer Begründung, dass es sich um ein rein innenpolitisches Problem handelt, Taiwan angreift,
dann setzt das aber nicht den Anspruch der Amerikaner außer Kraft, dass sie aufgrund der Taiwan Relations Act von 1982 gesagt haben, wenn eine der Seiten den Status quo aufkündigt, ohne ein Einvernehmen darüber hergestellt zu haben, dann werden die USA eingreifen. Und man könnte sich vorstellen, unter den, wie man sieht, wie jetzt im Augenblick gerade die USA die Situation in Ostasien vorbereitet, dass ein militärisches Eingreifen zu erwarten wäre. Also mit anderen Orten auch, anderen Worten, auch Taiwan ist so ein drittes Territorium. In diesem Falle wären direkt involviert die Volksrepublik China und die Republik China auf Taiwan. Amerika könnte zunächst indirekt bleiben, indem es vor allen Dingen Japan vorschickt, aber aufgrund der Verfassung Japans ist das eben verhältnismäßig schwierig. Es ist deshalb also die Wahrscheinlichkeit nicht ganz gering, dass es in einem Konflikt um Taiwan zwar es sich um einen Konflikt handelt, der auf einem dritten Territorium ausgetragen wird. Das heißt, dass weder auf dem Territorium der USA noch auf dem Territorium der Volksrepublik China gekämpft wird, sondern dass die Volksrepublik China und Taiwan sich in den die Volksrepublik China und USA sich in den Gewässern um Taiwan treffen und auf dem Festland von Taiwan gegeneinander kämpfen. Der Nahe Osten ist anders gestrickt. Ganz kurz, wenn Sie mir ein, zwei Minuten Überstunden geben, der Nahe Osten ist so gestrickt, dass es hier vor allen Dingen um eine regionale Hegemonie gibt. Wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass die multipolare Ordnung im Entstehen ist. Unterschiedliche Länder versuchen dort eine Stelle einzunehmen. Und diese Vorstellung, dass ein Land eine ganze Region beherrscht, das scheint auch im Nahen Osten diese Vorstellung scheint auch im Nahen Osten recht weit verbreitet zu sein. Wenn man sich einmal anschaut, welche Länder hier um die Hegemonie streiten könnten, so ist das so, dass Iran, Saudi-Arabien, Türkei und Israel hier eventuell um diese Hegemonie streiten könnten. Der Ausgang ist ein schrecklicher terroristischer Angriff der Hamas gegen Israel. Aber im Hintergrund als sogenannte versteckte Akteure stehen Iran, Saudi-Arabien und die Türkei. Und Sie sehen ja an der Diplomatie, die im Augenblick läuft, dass die westliche Welt unter Führung Amerikas auf diesen Konflikt hier anders reagiert als auf den Konflikt in der Ukraine. Die multipolare Ordnung, viele sagen, sie ist bereits im Entstehen. Sie ist eine Ordnung, von der wir wissen, dass sie nicht lange hält. Ja, es wird im Augenblick so behauptet, dass die multipolare Ordnung und alles ganz demokratisch und viel mehr Länder können mitbestimmen und so, dass das eigentlich die Lösung des Problems ist. Historisch gesehen ist eine multipolare Ordnung nach dem Ersten Weltkrieg entstanden. Sie sollte verhindern, dass der Zweite Weltkrieg ausbricht, und der Zweite Weltkrieg ist ausgebrochen. Also wir müssen da sehr, sehr vorsichtig sein, aber auf der anderen Seite realistisch sehen, dass so eine multipolare Ordnung zumindest zur Beruhigung der augenblicklichen Spannungen einen gewissen Vorteil in sich bergen würde. Und diese Tatsache, dass dann in verschiedenen Regionen versucht, sich ein Pol herauszubilden, das ist aber ein ganz, ganz gefährlicher Zwischenschritt, weil wir im Augenblick sehen, dass die USA nicht stark genug sind, um zu verhindern, dass diese Ansprüche auf Einnahme einer Polposition auch mit militärischen Mitteln durchgesetzt werden. Die multipolare Ordnung, ist das eine Ordnung der Gleichrangigkeit? Ich habe Ihnen hier ein Bild ausgesucht, und wenn wir noch etwas mehr Zeit gehabt hätten, dann hätte ich Sie gefragt, warum sind hier auf diesem Bild eben die Kugeln unterschiedlich groß? Und Sie sehen, sehr interessant, nicht? Hier haben wir also das strategische Dreieck Amerika, Russland, China als die größten Kugeln. Nicht, wenn Sie dann so die mittleren Kugeln anschauen, dann sehen Sie, oh, interessant, Europa scheint da irgendwie nicht so ganz dabei zu sein. Das macht ja manchen Leuten auch ein bisschen, wie soll man sagen, Bauchschmerzen. Ja. Aber Sie sehen, die Kugeln sind eben in unterschiedlicher Größe, und die Kugeln, je nachdem, wie groß diese Kugeln sind, haben sie mehr oder weniger in diesem multipolaren System zu
mitzureden. Und das multipolare System ist eben nicht ein System der Gleichrangigkeit, sondern ein System der Hierarchie. Und damit kommen wir auch wieder zum Anfang unserer Vorlesung, wo ich gesagt habe, China regelt die Beziehungen zwischen sich und anderen Staaten bestimmt durch die Vorstellung, dass das ein System sein muss, das hierarchisiert ist. Über Europa habe ich jetzt noch gar nicht gesprochen. Europa konnten wir unter diesen Kugeln auch nicht so ohne weiteres identifizieren. Und deshalb ende ich meine Vorlesung mit dem Appell und würde Sie bitten, wenn es Sie interessiert, genaueres in meinem Buch nachzulesen, dass wir erkennen müssen, dass Europa in der Frage von Krieg und Frieden eine ganz zentrale Rolle spielt. Wenn es sich auf die Seite Amerikas stellt, dann kann Amerika einen Krieg gegen China eher riskieren. Wenn es sich auf die Seite Chinas stellt, kann China einen Krieg gegen Amerika eher riskieren. Deshalb, so mein Plädoyer, müssen wir eine dritte Stellung einnehmen, von der aus wir die beiden Großmächte China und Amerika davon überzeugen, dass sie darauf verzichten, die Welt ins Unheil zu schicken, indem sie ihre Rivalität um die Vorherrschaft über die Welt militärisch austragen. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören, fürs Mitmachen und hoffe, dass diese Vorlesungen Ihnen ein bisschen gezeigt hat, wie China jetzt seit etwa 150 Jahren versucht, die zentrale Stellung im Weltsystem wieder für sich zu erlangen und wie jetzt wir schon wieder ein Stückchen näher an diesem Ziel sind, wenigstens wenn es in China nicht zu internen Unruhen kommt und wenn es nicht zu einem Krieg kommt. Vielen Dank. Vielen Dank.